hier ist Doris Kempner und ich bin momentan an einem sehr magischen Ort in Thailand. Und hier in Thailand habe ich auch Reiki gelernt vor ein paar Jahren und in diesem Video möchte ich über Reiki sprechen und auch wie sehr Reiki mein Leben bereichert hat und was überhaupt Reiki ist und die Vorteile von Reiki erklären. So, was heißt Reiki? Reiki kommt aus dem Japanischen, geht auf Dr. Usui zurück. Der ist 1865 in Japan geboren worden. Und Reiki besteht aus zwei Piktogrammen, aus Re und Ki. Und Ki ist auch wie Chi im Chinesischen, Prana im Indischen, On im Israelischen, Elan Vital in Europa, ist diese Lebensenergie. Und Ki heißt omnipräsent, das heißt überall um uns herum. Das heißt, Reiki heißt so viel wie die Lebensenergie, die überall um uns herum ist. Und diese Lebensenergie channeln wir in Reiki durch die Hände. Das heißt, wir stellen uns als Kanal für diese Lebensenergie zur Verfügung. Und wenn jetzt ein Reiki-Practitioner jemand Reiki gibt, dann bekommt diese Person auch selbst Reiki. Das heißt, es ist eine ganz tolle Heilmethode, die dann nicht nur andere Menschen heilt, sondern auch einen selbst immer mit ganz frischer und wundervoller Lichtenergie versorgt. So, wie bin ich selbst zu Reiki gekommen? Ich habe die Reiki-Einweihungen von Klaus Gurisch auf Koh Phangan in Thailand erhalten, im Orion Healing Center, wo ich später dann auch eine Zeit lang unterrichtet habe. Momentan mache ich Reiki-Kurse auf der ganzen Welt, also wenn ihr mich buchen wollt, sehr gerne einfach nur ein E-Mail schicken. Und Klaus Gurisch, mein Reiki-Meister, hat mittlerweile auch sein eigenes Center, das heißt Arati, und widmet sein Leben voll und ganz dem Reiki. So, welche Vorteile hat Reiki? So, Reiki hilft bei physischen und bei psychischen Problemen, das heißt, wenn man jetzt Ängste hat, nicht gut schlafen kann, Traumen, sich einfach unwohl fühlt, wenig Energie hat, dann hilft Reiki sehr, sehr gut. Reiki kann mit jeder anderen Heilmethode kombiniert werden und hilft sogar bei körperlichen Schmerzen, bei gebrochenem Fuß, bei Schnittwunden. Schnittwunden heilen viel schneller, wenn man die Energie von Reiki anwendet. So, wie kann man Reiki erlernen? Also Reiki erlernt man durch Initiationen und natürlich durch Skripten, durch Informationen. Und Reiki wird jetzt in 4 Levels unterteilt. Ab und zu wird Level 3 und 4 auch zusammen unterrichtet. Das ist dann der Meister- und Lehrergrad. Ich unterrichte Level 3 und 4 sehr gerne zusammen. Und dann gibt es noch Reiki Level 1 und Reiki Level 2. Und im Reiki Level 1 bekommt man ganz generelle Informationen. Man bekommt diese Einweihung, die den Kanal öffnet, um Reiki geben zu können. Aber dazu möchte ich sagen, dass jeder und jede Reiki schon geben kann. Wenn man jetzt zum Beispiel Kopfweh hat, dann gibt man ja also typisch die Hände auf den Kopf, wenn man Migräne hat, wenn man Bauchschmerzen hat, auf den Bauch. Und das ist schon die Reiki-Energie, aber halt viel weniger, als wie wenn man Initiationen bekommen hat, also Einweihungen. Es ist nämlich so, dass mein Reiki-Meister seine Einweihung, die er von seinem Reiki-Meister bekommen hat, dann an mich weitergegeben hat. Und wenn ich jetzt Einweihungen gebe, dann gebe ich die Kraft, die er mir gegeben hat, die dann irgendwann zurückgeht auf Dr. Usui in Japan, gebe ich dann weiter an meine Studenten und Studentinnen. Also es ist eine ganz wundervolle Form der Energieweitergabe. So wie bei der Einweihung im Schamanismus. Das ist auch ganz wichtig, dass ein Schamane oder eine Schamanin eine Einweihung bekommen hat. Und die theoretischen Informationen lernt man dann natürlich auch. Im Reiki Level 2 lernt man doch auch einiges an Symbolen. Die Symbole können ein bisschen kompliziert sein. Sie sind aus dem Japanischen, haben auch ein paar chinesische Elemente dabei, sind aber sehr wirkungsvoll und man kann mit diesen Symbolen das Herz öffnen. Es kommt auch immer wieder vor, dass dann Studenten, Studentinnen zum Weinen beginnen, dass sich halt das Herz reinigt. Und da gibt es ein ganz, ganz wirkungsvolles Symbol und es gibt auch ein Symbol, mit dem man in die Zukunft und in die Vergangenheit kann. Das heißt, man kann Traumen aus der Vergangenheit aufarbeiten. Man kann auch in Dinge, die passieren werden, also Events, Hochzeiten, Forschungsgespräche, vielleicht ist man nervös und kann dann durch Reiki Energie hinschicken, ganz viel Lichtenergie, und dann wird das Event auf alle Fälle viel smoother ablaufen und auch die Nervosität kann verringert werden. Und mit Reiki kann man auch durch dieses Distant Reiki, kann man zum Beispiel von Thailand, wo ich jetzt gerade bin, Reiki nach Südamerika, nach Deutschland, wo auch immer man hin Reiki schicken möchte, kann man Reiki machen, und das lernt man im zweiten Level. Und dann gibt es eben noch Level 3 und 4, wie schon erklärt, das ist der Master und der Lehrer. Reiki ist sehr wirkungsvoll. Es ist auch eine ganz, ganz alte Heilmethode. Sie geht nicht nur nach Japan auf Dr. Usui zurück, sondern auch eigentlich auf Jesus und Buddha, denn beide haben mit den Händen geheilt. So, ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt, auch Reiki zu erlernen, wenn ihr es noch nicht könnt. Und einfach ein purer und ganz
mächtiger Kanal für diese Lebensenergie zu werden. So, für wen ist Reiki nun eigentlich gut? Reiki ist gut für jedermann und jede Frau, für Schwangere und auch für kleine Kinder, besonders wenn Kinder die Zähne bekommen, andere Wehwehchen haben, wirkt Reiki einfach wundervoll. Und Reiki wirkt auch sehr gut an Tieren, besonders Katzen lieben Reiki und sind sehr empfänglich. Man gibt ihnen Reiki. Und dann nach einer gewissen Zeit gehen die Katzen einfach weg, praktisch wenn sie gesättigt sind und genug haben. Und es ist auch wundervoll, während dem Reiki-Treatment, während der Reiki-Behandlung spürt man genau, wo der Mensch Blockaden hat, wo der Mensch mehr dieser Lebensenergie braucht. Und man kann Traumen und Blockaden im Körper lösen. Es ist auch so, dass eine Stunde Reiki so viel sein kann wie 4 Stunden Tiefschlaf. Reiki wirkt sehr gut bei Burnout, Reiki rejuvenated, das heißt, es ist auch total anti-aging. Reiki macht viel glücklicher. Reiki hilft bei Stress, Reiki ist sehr ausgleichend und kann mit jeder anderen Form der Heilung, auch mit Schulmedizin, kombiniert werden. So, ich hoffe, ich habe euer Interesse für Reiki geweckt und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Kurse. Und falls ihr nicht dort seid, wo ich Kurse anbiete, dann könnt ihr mich natürlich einfliegen lassen. Ich liebe es zu fliegen und ich hoffe, wir sehen uns bald. Namaste und liebe Grüße aus Thailand, eure Doris.